218 Pflichtspiele absolvierte Manuel Ortlechner für die Wiener Austria. Für den Kapitän der letzten Meistermannschaft bleibt vor allem ein Ereignis für immer präsent. Hier bleibt am meisten in Erinnerung der Meisterteller, wo wir mit dem Heimsieg gegen Mattersburg es geschafft haben, als letzte Mannschaft Österreichs die Salzburger mal in die Schranken zu weisen, das über eine ganze Saison. Und das macht mich nach wie vor sehr stolz, auch damals Kapitän gewesen zu sein. Vom Pensionsschock nach der Karriere war bei Ortlechner keine Rede. Im Gegenteil. Ich habe verrückt viele Ideen in meinem Kopf und jetzt habe ich diese Handschellen, die vielleicht der Profifußball mir am Ende schon aufgebürdet hat, runtergeben. Und jetzt kann ich alle diese Projekte versuchen umzusetzen und da bin ich recht happy drüber. Der Vater eines 4-jährigen Sohnes ist aktuell Sky-Experte und Investor bei Player Hunter, einer Scouting- und Netzwerkplattform für Fußballer. Auch die aktiven Spieler der Austria machen sich über das Leben nach der Karriere Gedanken. Egal, wie viel Geld man jetzt verdient oder auch nicht, es wird immer ein Leben nach dem Fußball geben. Und das will man ja natürlich auch gut gestalten. Gerade im Fußball, glaube ich, ist es die letzten Jahre so geworden, dass es für die älteren Spieler immer schwieriger wird. Die Jungen drängen nach. Die meisten Vereine sind jetzt auch finanziell nicht so gut da, dass sie die alten Spieler, glaube ich, jetzt zu viel zahlen können und wollen natürlich auch junge Spieler forcieren. Der neue Cheftrainer Christian Ilzer musste seine Laufbahn wegen einer schweren Knieverletzung bereits im Alter von 20 Jahren beenden. Eine Vorbereitung auf das Leben nach dem Profifußball hält er für wichtig. Ja, auf sich zukommen lassen, das ist, mit dem kann ich gar nichts anfangen, das gebe ich meinen Spielern weiter. Man sollte schon alles auch planen im Hinterkopf drinnen haben, um so immer ein bisschen auf die Dualität schauen. Aber man hat genügend Zeit, auch, um parallel dazu sich für Dinge zu interessieren oder Dinge, Ausbildungen voranzutreiben. Das ist schon ganz wichtig, weil eine Fußballkarriere kann von heute auf morgen auch vorbei sein. Die Karriere von Manuel Ortlechner ging vor 2 Jahren zu Ende. Der Schlussstrich kam für den 39-Jährigen zum richtigen Zeitpunkt. Der Tag X, das Karriereende, kommt auf jeden zu. Und ich habe mir versucht, bestmöglich auf den vorzubereiten. Und um ehrlich zu sein, das letzte Jahr habe ich schon darauf gefreut. Eine Karriere als Trainer schließt Manuel Ortlechner vorerst aus. Als Fan bleibt er der Austria aber auf jeden Fall erhalten.